Izzy, bist du noch da? Oh, da bist du ja endlich, Ronja. Ich warte schon die ganze Zeit. Warum wolltest du, dass ich herkomme? Ich hab ne wirklich wichtige Mitteilung für dich. Okay. Ich ziehe weg und ich komme nie wieder zurück. Was? Wie? Du ziehst weg? Wo ziehst du hin? Ich ziehe nach Muckhaven. Was? Das soll viel schöner sein als Brookhaven. Es wirkt wie eine ausgelöste Stadt. Ich habe noch nie von Muckhaven gehört und deine ganzen Freunde leben da. Wir sind Freunde. Ich lebe in Brookhaven. Ja, du bist aber auch die Einzige, Ronja. Und ich muss jetzt wirklich los. Mein Flug geht. Wir sehen Kannst uns du nie nicht wieder. Hier bleiben? Ich werde nie wieder zurückkommen. Wenn man einmal in Muckhaven ist, kommt man nie wieder zurück. Was? Okay? Ja. Nein, kannst du... Bleib doch hier. Okay. Können wir nicht nochmal drüber reden? Izzy, was... Es tut mir leid, Ronja, aber ich muss jetzt wirklich gehen. Seit wann weißt du denn, dass du da weggehst? In Muckhaven. Ja. Izzy? Meine Mutti bleibt auch hier. Du kannst ja mit ihr reden und dich anfreunden, okay? Mit deiner Mom? Ja, wir sehen uns nicht mehr, meine ich. Tschüss. Tschüss. Ich kann es nicht glauben. Sie ist wirklich weg. Sie... Von einem Tag auf den nächsten. Ich dachte, sie fliegt vielleicht in Urlaub oder sowas. Und jetzt zieht meine beste Freundin weg aus Brookhaven und jetzt bin ich ganz allein hier und soll mich mit ihrer Mama freuen? Was ist denn das? Hätten sie mir vielleicht eine Woche früher sagen können, dann hätten wir uns öfter treffen können oder sowas. Warte, hat sie in Muckhaven überhaupt Handyempfang? Kann ich sie da anrufen? Oh Gott, jetzt ist sie wahrscheinlich schon im Flieger. Das heißt, ich kann sie auch nicht mehr fragen. Oh, sowas Blödes. Okay, dann gehe ich mal zu ihr nach Hause. Okay, hier ist Izzys Haus. Mal gucken, ob ihre Mama zu Hause ist. Hallo! Oh, hallo Ronja! Ich bin Izzys Mama! Schön, dich zu sehen! Izzy! Das ist Izzys Mama! Okay, Izzys Mama, warum hast du ein Bart? Was? Dürfen Frauen etwa kein Bart haben, oder was? Und warum hast du einen Hut, um deine Augen zu verstecken? Das ist... Die Sonnenbrille ist so blendet hier drin. Okay, wie dem auch sei, ich wollte mit dir über Izzy reden, okay? Okay, was kann ich denn für dich tun? Kannst du sie vielleicht überreden, aus Muckhaven zurückzuziehen? Ich finde es richtig blöd, dass sie weg ist. Sie hat mir auch gar nicht Bescheid gesagt davor. Und ich wusste auch nicht, dass sie für immer jetzt einfach, keine Ahnung, wegzieht. Das soll ich dir von Izzy geben. Oh, ein Geschenk? Was ist da drin? Nichts? Mach's doch auf! Wie nichts? Sie hat gesagt, da ist eine Torte drin. Guck doch, da ist sie. Oh, okay. Aber... Ich hab doch nie alleine Torte gegessen. Das war immer unser Ding. Wir sind immer zusammen zum Starbucks gegangen und haben uns Torte ausgekauft. Und... Aha. Naja, also ich habe jetzt auch noch zu tun, Ronja. Ja, ich bin viel beschäftigte Mutter. Okay, weißt du, wo sie hingezogen ist? Weißt du vielleicht die Familie, bei der sie wohnt? Ja, nach Muckhaven. Hast du eine Telefonnummer vielleicht, die ich anrufen kann? Du kannst sie nicht erreichen in Muckhaven. Das ist ein anderer Server. Aber vielleicht kann sie ja mal dich besuchen? Du kannst nicht hierher kommen nach Brookhaven, wenn du in Muckhaven wohnst. Okay, aber... Es geht nur andersrum. Du könntest sie in Muckhaven besuchen gehen. Oh mein Gott, okay, weißt du was? Das ist eine gute Idee. Ich zieh auch nach Muckhaven. Dankeschön, Izzys Mama, die gar nicht aussieht wie Izzy mit einem Bart und einem Hut. Aber ja. Was? Vielleicht solltest du sie nur besuchen. Wieso sollte ich sie nur besuchen? Naja, wenn du hinziehst, kommst du nie wieder zurück, Ronja. Und dann würde ich dich wirklich vermissen. Ich, Izzys Mama, meine ich. Ach so, okay, alles klar. Ich besuche sie in Muckhaven. Okay, wir sehen uns da. Ich meine, tschüss. Tschüss. Okay, wirklich schade. Ein bisschen verdächtig. Also, ich habe Izzys Mama ja davor schon gesehen. Die sah ganz anders aus. Die sah halt mehr aus wie actually ihre Mom. Das sah jetzt gerade aus, als ob Izzy sich einen falschen Schnurrbart und Hut aufgesetzt hat. Aber okay. Eigentlich war die Idee nicht schlecht. Ich glaube, ich buche mir... Warte mal, wo ist denn mein PC? Ich glaube, ich buche mir ein Flugticket nach Muckhaven. Und dann kann ich sie mal besuchen gehen. Okay, nur noch durch den Schultag kommen. Ich habe mein Flugticket parat und dann kann ich direkt nach Muckhaven Izzy besuchen gehen. Da ist meine Lehrerin. Hallo? Hallo! Haben wir hallo. Vertretung? Ja, Vertretungslehrerin bin ich. Haben wir nicht eigentlich Mathe gerade? Nein, das ist Science. Ich kann nicht so gut reden, weil ich hab das Tuch, ich hab Halskratzen. Ah, die anderen Schüler sitzen aber alle in Mathe drin. Naja, macht ja nichts. Also, was willst du? Unterricht? Achso, ja, Unterricht. Pass auf, also. Wir lernen heute, ist wirklich alles okay mit der Stimme? Vielleicht magst du den Schall runtermachen, man versteht dich nicht so gut. Aber dann würdest du ja meinen Mund sehen. Ja, wäre das so schlimm? Ja, das so. Ich meine, dann müsste ich husten. Ah, ach so. Aber eigentlich sind es ja 30 Grad draußen gerade. Ja, ich bin ja krank. Aber so krank? Warum bist du nicht zu Hause, wenn du krank bist? Warum willst du nicht einfach gehen? Oh mein Gott, ja, dann mache ich mich sofort auf zum Flughafen und besuche meine Freundin Izzy in Muckhaven. Tschüss, Moment, Entschuldigung, was?
Mookhaven? Ich hab mir online ein Flugticket gekauft und ich fliege jetzt nach Mookhaven, weil Izzy ist nach Mookhaven gezogen und ich will sie dort besuchen. Pass auf, was? Der Flughafen ist explodiert? Was? Ich höre gerade der, oh nein, das ist ja unmöglich. Ronja, tut mir leid, der Flughafen ist explodiert. Du kannst eigentlich nicht hin. Was? Wirklich? Ich freue mich schon den ganzen Tag drauf. Oh, das ist aber schade. Hä? Okay, langsam wird's verdächtig. Erstmal sah Izzys Mutter wirklich aus wie Izzy und jetzt sieht die komische Vertretungslehrerin, die ich davor in der Schule noch nie gesehen habe, übrigens, auch sehr aus wie Izzy. Okay, ich schleiche mich jetzt ran und ich reiß ihr die Mütze und den Schal ab und guck, ob das wirklich Izzy ist. Okay, ist sie abgelenkt? Ja. Und zack! Ah! Izzy? Oh mein Gott, ich wusste es! Warte, du bist doch Izzy! Nein, ich bin nicht Izzy! Doch! Was? Okay, die sah aus wie Izzy. Hier, du siehst das doch auch. Die sah aus wie Izzy. Okay. Ich muss irgendwie rausfinden, was hier los ist. Am besten, ich gehe zum Flughafen. Okay, es ist zwar mitten in der Nacht, aber ich hoffe, am Flughafen ist noch jemand. Theoretisch müsste da ja immer einer sein. Es gehen ja auch Nachtsflüge ab. Oh, hallo! Hallo! Was kann ich für dich tun? Ich bin hier für meinen Flug nach Mookhaven. Entschuldigung, ich hab dich nicht verstanden. Ich bin hier für meinen Flug nach Mookhaven. Kannst du das nochmal wiederholen? Was hast du gesagt? Wohin? Mookhaven. Mookhaven? Das meinst du nicht ernst, oder? Mookhaven? Was? Ist es wirklich wahr? Ist der Flughafen dort explodiert? Hä, was? Wovon redest du jetzt? Aber soll ich die Security rufen? Oder nein, das was? Hat meine Lehrerin gesagt. Nein, oh mein Gott. Aber was? Es gibt kein Mookhaven. Und aber vielleicht die Easy ist ein Spielspiels, Mädchen. Okay. Guck nochmal in deine Dokumente, ja? Weil meine beste Freundin Easy ist vor ein, zwei Tagen nach Mookhaven geflogen und lebt jetzt da für immer. Kennen ja, Sie nicht Mookhaven? Ich nichts mehr mit dir zu tun haben, weil du so komisch bist. Wenn man einmal hinzieht, muss man für immer bleiben, hat sie mir gesagt. Okay, ich glaube, du bist wirklich verrückt. Bitte verlass den Flughafen. Alles in Ordnung, das versichere ich dir. Und es gibt kein Mookhaven. Können wir aber mal in den Daten gucken, wann sie kein geflogen Mookhaven. Ist? Vielleicht ist sie woanders hingeflogen. Muss und ich dich jetzt aus dem Flughafen verbannen lassen? Nein, ich ist okay. Security. Ist okay, ich gehe ja schon. Kein Mookhaven. Sind Sie sich sicher? Können Security? Wir oh, okay, dann nicht. Da ist die Security. Ist okay, es tut mir leid. Ist ja okay, ich gehe ja schon. Oh mein Gott. Ist ja okay, ich glaube dir, es gibt kein Mookhaven. Ist okay, ich bin weg. Tschüss, du musst nicht hier direkt Waffengewalt. Okay, Mookhaven gibt's nicht. Die Lehrerin war komisch. Hat die Izzy mich angelogen? Ich gehe mal nach Hause zu ihr. Vielleicht finde ich sie ja doch noch. Hallo? Warte. Ja? Ist hier eine Riesenparty? Hey, Ronja, was geht? Ich dachte, du bist in Mookhaven. Ich dachte, du Überraschung! Kommst nie... Aber ich dachte, du kannst nie wieder rausgehen, wenn du einmal weg bist. Und warum sind ja, hier so viele Leute? Überraschungsparty für dich. Hier, deine Torte. Was dein Geschenk. Ich hab doch überhaupt gar keinen Geburtstag. Was, du hast keinen Geburtstag? Nein, erst nächste Woche. Oh. Das ist... Warte, hast du dir das alles ausgedacht? Torten! Ist das dein Ernst? Wer sind diese Leute hier? Ja, wir feiern mit dir, Ronja. Das sind alles deine Freunde. Ich habe die Leute noch nie gesehen. Die hast du irgendwo von der Straße aufgegabelt. Sei doch einfach froh, dass wir feiern, okay? Ich bin froh, dass du wieder da bist, beziehungsweise, dass du nicht nach Mookhaven bist. Ich habe mit der Flugbegleitung geredet. Die hassen mich jetzt. Ich darf nie wieder fliegen übrigens. Dankeschön. Und ich wurde von der Security aus dem Flughafen gejagt. Und die haben gesagt, Mookhaven gibt's nicht und ich bin verrückt. Ronja, nimm dir hier ein Stück Torte, okay, und feier mit uns. Es ist alles wieder gut. Okay, können wir die Leute wieder rausschmeißen? Ich will hier keine Riesenparty. Ich meine, ich freue mich, dass du wieder da bist oder nie gegangen bist. Okay, warte. Das war nicht deine Mutter, oder? Das warst du. Ja, war ich. Und die Lehrerin warst auch du, oder? Yes, natürlich. Wir haben dich voll veräfft. Naja gut, dann war es auf jeden Fall mit dieser Folge von Meine beste Freundin zieht weg in Brookhaven. Ist dann aber doch nicht weggezogen, yeah. Haben mich nur angelogen. Falls ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne den Kanal, verpasst ihr keine neuen Videos mehr und lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Schaut auch unbedingt bei der Easy vorbei und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, tschüss! Tschüss!